Ich bin Stefanie Gimbel, ich habe die Kreativwerkstatt in der AWO geleitet. Das ist ein Projekt für Mädchen im Alter zwischen, eigentlich hatten wir 14 bis 17 Jahre, die benachteiligt sind. Das heißt, die einfach viel Negativerfahrung gemacht haben. In dem Zuge haben wir Kontakt mit dem Asylbewerberheim aufgenommen und haben dort viele Mädchen, die da mitgemacht haben. Es waren drei Phasen. Erste Phase war das Thema Mode selbst kreieren. Zweite Phase war im Asylbewerberheim das Café gestalten, also Möbel gestalten und auch nähen. Und das dritte war jetzt Schmuck. In der dritten war es unterschiedlich. Wir waren im Schnitt 7 bis 8 Mädchen, weil mal jemand krank wurde und wir haben Schmuck gemacht. Das heißt, wir haben einfach aus vorhandenem Material das so beklebt, bebastelt, dass neue Schmuckstücke entstanden sind. Also mit Knöpfen oder was halt zur Verfügung stand. Und was war der Schwerpunkt von dem Projekt? Dem Mädchen eine positive Erfahrung mitzugeben. Eben sowas wie hier, wo sie dann Anerkennung bekommen und wo sie einfach sich in einem ganz anderen Licht mal darstellen können. Und nicht immer nur, es sind überspitzt gesagt die Asylbewerber, die nichts können. Also es ist jetzt sehr überspitzt ausgedrückt, aber... Selbstbewusstsein. Die haben doch einiges an Selbstbewusstsein gewonnen. In der Zeit, ja. Woran merkst du das? Wie sie auftreten. Also sie sind ein bisschen offener geworden, sie können ein bisschen besser auf Leute zugehen. Nicht alle, das ist immer unterschiedlich, aber einige von ihnen doch. Es gab so viele, schwierig. Schönste ist einfach, wenn man zusammensitzt und bastelt. Also, und dann kommen so ein bisschen Lebensgeschichten dabei raus und man unterhält sich und kriegt einiges mit. Einfach von den Geschichten der Mädchen, die ja auch teilweise sehr schwierig sind, weil sie aus Kriegsgebieten kommen oder. Die sprachliche Barriere. Ja, weil manche der Mädchen können noch nicht so gut Deutsch. Wir haben auch immer gesagt, es muss Deutsch geredet werden, damit sie es lernen. Also sie können es, verstehen auch schon viel, aber trauen sich nicht. Also es gibt ein paar, die super sind und ein paar trauen sich noch gar nicht zu sprechen. Oder dass sie jetzt auch mal zugeben, wenn sie was verstehen und nicht gleich Hilfe suchen, zu jemandem gucken und sagen, übersetz mal. Ja, sehr wichtig. Das war auch so ein Problem, weil die dürfen manchmal vom kulturellen Hintergrund gar nicht mit Jungs. Also das möchten die Eltern gar nicht. Ja, ich denke schon. Sie haben sich auch zum Teil ja geöffnet, sonst hätten sie es ja nicht getan. Und was würdest du anders machen? Ich würde es gern kontinuierlich machen, also noch weiterführen, dass man wirklich immer wieder mit denen arbeitet. Und es hat sich jetzt rausgestellt, in Ferien ist gut, das zu machen. Einfach mehrere Tage am Stück und nicht mit einer Woche Pause oder zwei Wochen Pause drin. Ich hätte nicht erwartet, dass sie so dabei bleiben und dass auch heute so viele da sind. Heute präsentieren wir, was wir im Projekt gemacht haben und präsentieren einfach auch die Mädels, dass sie eine Öffentlichkeit kriegen und dass sie Anschluss an die Gesellschaft finden, auch in Rheinfelden, und dass man sie einfach kennt und dass die Menschen sehen, was sie gemacht haben in der Zeit. Also es gibt ja auch Presseartikel darüber oder sonstiges. Das ist ein sogenanntes Familienfest, was jedes Jahr oder alle 2 Jahre hier stattfindet auf dem Gelände. Und da präsentieren sich alle Organisationen, die es so in Rheinfelden gibt, also ob das jetzt IGs sind oder Vereine, und präsentieren ihre Arbeit für die Familien. Ja, also wir haben natürlich durchgesprochen, wie das gemacht wird und was zu tun ist. Und sie haben sich auch überlegt, wie sie es präsentieren wollen. Dann sind sie eben auf die Idee gekommen mit dem Bilderrahmen, dass wir eine Ausstellung machen. Das kam von den Mädels. Ja, zum Teil. Ja. Also da gibt es mehrere Mädels, die 3, 4 Sprachen beherrschen, die einfach im Asylbewerberheim gesprochen werden. Oder zumindest so, dass sie sich verständigen können. Ja. Dass sie sich hier mehr aufgehoben und mehr angenommen fühlen. Also, dass sie in der Gesellschaft integrierter werden. Also, wir haben ja viele Kooperationspartner. Das heißt, wir haben hier auch eben im Jugendhaus zusammengearbeitet. Oder das Rheinbildungsverein, der kann heute leider nicht da sein. Und es sind verschiedene Gruppierungen, wo sie einfach dann auch verankert sind.
und wissen, okay, da kann ich mir Hilfe holen. Vielleicht brauchen sie die nicht jetzt, aber vielleicht in einem Monat oder in einem halben Jahr, wenn es auf Ausbildungssuche geht. Ja, alle. Okay. Und wie machen die das in der Schule mit den Sprachen? Sie müssen es einfach lernen. Also die werden einfach, die kommen hierher und dann gehen die irgendwann in eine Schule und dann sitzen sie da und dann müssen sie lernen. Das ist die Realität. Welcher Verein? Also wir haben es mit dem Rheinbildungsverein gemacht. Das ist hier ein kleiner Verein vor Ort. Hauptsächlich türkische Frauen engagieren sich da. Und die waren unsere Hauptkooperationspartner. Die haben auch immer wieder junge türkische Frauen zu uns geschickt ins Projekt, die gerade studieren, die gerade auf dem zweiten Bildungsweg ihr Abi machen, einfach als Vorbildfunktion. Und die haben dann auch mit den Mädchen ihnen zu zeigen, ihr könnt was erreichen. Das war so das Ziel. Aber wir haben kooperiert mit Gambrinus, wir haben kooperiert mit dem Jugendreferat, also mit dem Asylbewerberheim. Wir haben etliche Kooperationspartner im Projekt gehabt. Gerne, ja. Also weil die Vernetzung war sehr hilfreich und jeder hat so seinen Teil dazu beigetragen. Und es ist einfach auch wichtig für die Mädchen, eine breite Öffentlichkeit zu kriegen. Eben nicht, dass wir eine Veranstaltung machen und es kommen 10 Leute. Also es ist schon besser, wenn sie wirklich die breite Öffentlichkeit erreichen.